mit den Ängsten geht es immer nur, wie soll ich sagen, es geht immer nur darum, dass du anfängst, bei dir hinzusehen, deine eigenen Limitierungen zu sehen und dich nicht der Angst quasi hinzugeben und sagen, ich kompensiere das jetzt mit Shoppen gehen, mit Essen, mit was weiß ich, ja, das ist der falsche Weg, sondern der richtige Weg wäre zu sagen, erstens, wow, ich habe Angst. Das anzunehmen, dass es da ist. Das zweite ist, wo spüre ich diese Angst im Körper? Macht es hier zu? Kriege ich Luftnot? Gibt es mir einen Stich? Kriege ich Magenweh? Kriege ich schwitzige Hände? Wie reagiert mein Körper? Und sich dann einmal ein paar Atemzüge zu gönnen und zu sagen, woher kenne ich das schon? Woher, also interessant zu sagen und zu sagen, woher kenne ich dieses Körpergefühl schon? Und wenn man vielleicht, bei mir war das am Anfang total schwarz, ich konnte mich an nichts in der Vergangenheit so richtig erinnern aus meiner Jugend, aber irgendwann, wie dieser Körperanker wieder getriggert wurde, ist mir eingefallen, in welcher Situation ich mich genauso gefühlt habe. Und dort habe ich dann mit einem NLP-Prozess, beziehungsweise mit Meditation und Co. und auch innere Kindarbeit, also ein paar Zauberstäbe verwendet, dann das Grundthema verändert und dann ändert sich auch dein Angstthema. Angst ist wichtig, dass wir sie sehen und annehmen. Ich sage immer, es ist so, wenn wir zwei uns unterhalten und neben uns spielt ein Kind und dieses Kind will Aufmerksamkeit, was macht es dann? Es Laut. kommt, es wird laut und es kommt von allen Ecken wieder. Ja, es kommt von allen, Mama, Mama, Mama oder wie auch immer. Und genauso, und wir ignorieren das Kind aber, ja, dann wird es immer lauter. Und genauso ist es mit Angst. Wenn ich es wegdrücke, wenn ich es ignoriere, wird es lauter und kommt von allen Ecken wieder und meist intensiver. Und ich denke, gehirnforschungstechnisch, eine Panikattacke zum Beispiel, kann nur maximal 15 Minuten andauern, dann ist unser Gehirn so erschöpft, dass die Panikattacke vorbei ist. Das heißt, man muss atmen und durchatmen und sich der Angst zuwenden und sagen, was hat's denn? Wo darf ich denn hinschauen?